Ralf Rosemar hat alles, was er will. Erfolg im Beruf, einen luxuriösen Lebensstil, Prostituierte und Alkohol inklusive. Wegweisung sucht er bei Tarotkarten. Die prophezeien ihm eines Tages Firmenpleite und frühen Tod. Herzlich willkommen bei Hof mit Himmel. Was kann man machen, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man Entscheidungen treffen muss in seinem Leben? Man kann zum Beispiel Zeitschriften durchblättern und wenn man die durchblättert, dann findet man ganz viele Anzeigen, die genau da helfen wollen. Mittels Horoskope, Pendeln oder Tarotkarten. Auch der erfolgreiche Taxiunternehmer Ralf Rosemar verlässt sich aufs Kartenlegen. Wie er darauf kam, hat eine Geschichte. Ralf Rosemar macht als junger Mann eine Lehre im Hotelfach. Er plant, den Restaurantbetrieb seiner Eltern zu übernehmen. Dann wird der Vater schwer krank. Kurz bevor der Vater stirbt, hat Ralf Rosemar einen Traum. Er begegnet seinem Vater, der zu ihm sagt, kümmere dich um alles. Der 17-Jährige fühlt sich mit der Verantwortung für Geschäft und Familie völlig überfordert. Er sucht Kontakt zum toten Vater für weitere Wegweisung. Als das nicht gelingt, versucht er es mit Kartenlegen. Und tatsächlich, er kann in die Zukunft schauen. Inzwischen hat Ralf Rosemar ein eigenes Unternehmen als Taxifahrer gegründet. Er geht ein hohes finanzielles Risiko ein, das sich zunächst auszahlt. Er macht Gewinn. Während seiner Nachtfahrten bekommt er Kontakte ins Rotlichtmilieu. Er pflegt einen luxuriösen Lebensstil. Alkoholexzesse und Bordellbesuche gehören dazu. Was er selbst nur undeutlich spürt, im Laufe der Jahre verändert sich seine Persönlichkeit. Der Unternehmer ist bald süchtig nach Sex und Macht. Und immer häufiger betrügt er Kunden und Krankenkassen. Eines Tages sucht er wieder Wegweisung in den Karten. Doch was sie dieses Mal prophezeien, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Seine Firma wird pleite gehen und er wird früh sterben. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Ralf Rosemar. Das war ja ziemlich eindrücklich, die letzte Szene von dem Beitrag. Wie haben Sie sich damals denn gefühlt, als Sie mit den Karten gelegt haben und dann rauskamen, Firmenpleite, früher Tod? Wie war das damals? Ja, es zieht einem eigentlich die Füße unter den Boden weg. Es ist ein Fall ins Nichts und pure Angst eigentlich. Hm. Was war denn Ihre Reaktion auf diese Prophezeiung? Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte, wie ich mich verhalten sollte. Ich habe mir eigentlich gedacht, jetzt bist du noch so jung, hast eigentlich noch so viele Pläne und das soll es jetzt gewesen sein. Also mit der Situation abfinden konnte ich mich eigentlich nicht, aber ich hatte momentan keinen Ausweg. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Tarotkarten zu legen? Wie sind Sie dazu gekommen? Das hatte eigentlich mit dem Tod meines Vaters zu tun. Ich möchte sagen, bis zu diesem Zeitpunkt ist mein Leben eigentlich ganz normal verlaufen. Wie bei jedem anderen Menschen auch. Und mein Vater ist schwer krank geworden und ich war zu dem Zeitpunkt eingeladen von meinen Großeltern in Urlaub mitzufahren. Und so sind wir trotz, dass mein Vater im Krankenhaus lag, in Urlaub geflogen. Ich wusste natürlich nicht, wie schlimm das ist um meinen Vater stand. Wie alt waren Sie da? War ich 17 Jahre alt. Und ja, ich habe dann die ersten 2, 3 Urlaubstage genossen, war dann auch irgendwann mal am Swimmingpool gelegen, bin mittags eingeschlafen. Und während diesem Schlaf habe ich geträumt und da kam dann in diesem Traum mein Vater in dem Krankenhaus, wo er jetzt momentan lag, kam er auf mich zu und sagte zu mir, Ralf, mit mir geht es zu Ende, kümmere dich um alles. Und das war schon eine Situation, die natürlich schon ein krasses Erlebnis war. Bin dann aufgewacht, bin zu meiner Großmutter hin, habe ihr das erzählt. Und habe dann gemerkt, wie meine Großmutter regelrecht in Panik gerät. Und sie hat dann zu Hause angerufen und es hat sich dann bestätigt. Mein Vater hat genau zu diesem Zeitpunkt, als ich diesen Traum gehabt habe, hat er einen Blutsturz bekommen im Krankenhaus. Und hat im Koma immer wieder gesagt, er möchte zu seinem Sohn, lass mich zu meinem Sohn, ich pack mir die Koffer. Und wir sind dann natürlich nach Hause geflogen, aufgrund von dieser Situation. Aber wie sind Sie dann daraufhin auf das Tarot gekommen?
Als wir dann zu Hause angekommen sind, war mein Vater noch im Koma gelegen. Mhm. Ich war dann kurz bei ihm. Ein Tag später ist er dann verstorben. Die Ärzte haben gesagt, also dieser Moment, wo ich also bei ihm war, war dann quasi für ihn, er hat es scheinbar innerlich irgendwie gespürt, mhm. hat sich dann fallen lassen. Und ja, für mich war das natürlich auch eine schlimme Situation, mit 17 Jahren den Vater verloren. Und die nächsten 2, 3 Wochen waren dann schon eine Herausforderung für mich auch, das Ganze abzuwickeln. Das mussten Sie machen? Das musste mhm. ich zum großen Teil machen, mhm. ja. Meine Mutter war ziemlich, der wurden eigentlich auch die regelrecht die Füße weggezogen. Und wie, was ging da in Ihnen vor, dass Sie das ja, im Prinzip ja vorausgesagt haben oder geträumt haben? Was war das so ein ausschlaggebender? Das war genau der Punkt. Mhm. Ich habe dann gedacht, wenn es möglich war, dass mein Vater mit mir über so eine lange Distanz kommunizieren konnte, was ja eindeutig der Fall war, mhm. Dann habe ich gedacht, dann muss es ja auch eine Möglichkeit geben, um jetzt mit ihm in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen. Und habe mich da natürlich in die Esoterik begeben mhm. und bin letzten Endes dann beim Tarot hängen geblieben. Was war denn das Faszinierende für Sie an Tarotkarten legen? Das Faszinierende war, in erster Linie wollte ich wissen, wie geht es meinem Vater jetzt, was hat er mir zu sagen. Mhm. Und habe mich damit dann beschäftigt, das in die Zukunft zu sehen, das war in dem Moment noch nicht so wichtig. Für mich war erstmal wichtig, was ist mit meinem Vater los? Habe darauf keine Antwort bekommen. Und ich habe aber dann gemerkt, dass mit diesen Tarotkarten tatsächlich es möglich ist, Zukunftsereignisse vorauszusehen. Mhm. Also eine besondere Situation war, als eine Freundin dann kam, die hat dann gewusst, ich mache das, und hat dann gesagt, ach Ralf, komm, leg mir doch mal die Karten. Mhm. Und macht man das halt mal so. Und die Karten, sie hatte keine besondere Frage, die Karten haben dann vorausgesagt, dass sie schwanger werden würde. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ihr Arzt hätte ihr gesagt, das wäre nicht machbar, also von ihrer Situation her, mhm. sie wird nie schwanger werden. Mhm. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Und 2, 3 Monate später stand ich mit meinem Taxi an einer Ampel und hinter mir ein Fahrzeug. Und ich habe dann gemerkt, dass sie ist dann ausgestiegen, riss die Tür auf und hat zu mir gesagt, Ralf, ich möchte mich bei dir bedanken. Und ich sage, für was denn? Mhm. Ja, du weißt du denn immer, du hast mir vor 2, 3 Monaten hast du mir vorausgesagt, dass ich schwanger werde. Und ich sage, ja und? Ja, ich komme gerade vom Frauenarzt. Ich bin schwanger. Und das war natürlich eine Situation, wo mich dann selber sehr überrascht hat, dass es also so detailliert ja. Sich Dinge erfüllen können. Haben Sie sich denn zu der Zeit auch gefragt, woher Sie das Wissen haben, oder haben Sie es einfach so hingenommen? Ich habe mich zwar gefragt, aber eine Erklärung dazu gab es nicht. Wollten Sie die dann überhaupt haben? Eigentlich nicht, nein. Mhm. Mir war es ja. nur wichtig, dass es funktioniert. Ja. Wir haben in dem Beitrag gesehen, dass Sie Taxifahrer waren und ausschweifendes Leben gehabt haben, alles was Sie wollten. Ja. Sie haben gar keine Ausbildung gemacht, sondern haben gleich ein Unternehmen gegründet und das mit Erfolg. Erzählen Sie doch mal, was waren Sie damals für ein Typ? Was waren Sie für ein Mensch? Was war Ihnen wichtig? Mir war eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt nur wichtig, die Ehre meines Vaters wiederherzustellen. Mein Vater hatte ja einen Schuldenberg hinterlassen, mir mhm. und unserer Familie. Und ein Anreiz, mich selbstständig zu machen, war unter anderem auch das wiederherzustellen, mhm. also die Schulden auch abzubezahlen. Mhm. Und ich habe das dann schon genossen, selbstständig zu sein und auch dann Erfolg drin zu haben. Mhm. Ja, es hat einen Riesenspaß gemacht. Aber Sie haben die Leute auch abgezockt. Das war dann die Folge von mhm. dieser Tarot-Geschichte. Am Anfang habe ich das gar nicht so realisiert. Meine Persönlichkeit hat sich eigentlich durch den Kontakt mit den Tarotkarten begonnen zu verändern. Und das war auf eine Weise, die ich dann mit Erschrecken auch festgestellt habe, was passiert hier mit mir? Ich kann das gar nicht mehr selber kontrollieren. Wie hat sich das denn verändert? Was ist denn da passiert? Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt schon geraucht, mhm. aber ich habe gemerkt, das wird dann immer schlimmer. Ich bin dann richtig süchtig geworden nach dem Rauchen. War natürlich durch meine Arbeit auch oftmals im roten Lichtmilieu, hatte da auch Kontakte hin. Und habe mir dann gedacht, warum nicht auch mal selber? Mhm. Und da sind dann in mir Seiten auf einmal aufgegangen, die ich gar nicht in mir kannte. Mhm. Ich bin zum Teil erschrocken über die Wünsche, die dann in mir wach geworden sind mhm. und die ich mir natürlich dann dort erfüllt habe.
In dem Beitrag war auch die Rede davon, dass Sie einen unbändigen Trieb zur Macht hatten. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist da in Ihnen abgegangen? Ich wollte damals der Beste vor Ort sein. Also ich wollte derjenige sein, der die Nummer eins ist, und habe da auch alles getan dafür. Ich bin in dem Bereich, wo ich dann tätig war, ich habe viel mit Krankentransporten zu tun gehabt, und das war eine Kundenklientel, die man sich irgendwo hat auch vorbereiten können, indem man dann zu den Ärzten gegangen ist, hat Werbung gemacht. Ich habe es dann halt natürlich nicht mit Werbung belassen. Ich habe dann die Leute, also die Arzthelferinnen oder diejenigen, die dann das Taxi rufen, eben bestochen. Und habe mir also versucht, also in dem Moment den Platz zu sichern, damit ich auch die Nummer eins werde vor Ort. Das war also auch ein regelrechter Drang, der mich da beherrscht hat. Ich muss zeigen, wer ich bin. Ich muss zeigen, dass ich hier der Beste bin. Aber wenn Sie so ein Macher waren, so ein Machertyp, der Beste sein wollte, wie passt das denn dann zusammen, dass Sie sich Absicherung in Tarotkarten gesucht haben? Eine Absicherung in dem Sinn war es nicht. Es war eine angenehme Begleiterscheinung, um das Leben ein bisschen kontrollieren zu können. Ich habe also immer mal wieder da reingeguckt und habe gedacht, was kann ich machen, dass das besser funktioniert. Sozusagen erfolgsbegleitend, oder ja, was? Ja, so möchte ich das, also wie ein Berater auf der Seite. Ralf Rosemar, der erfolgreiche Taxiunternehmer, nimmt mit, was das Leben so zu bieten hat. Aber eines Tages verliert er alles. Ralf Rosemar weiß, er ist auf der ganzen Linie gescheitert. Er braucht eine zweite Chance. In seiner Not spricht er das erste ernsthafte Gebet seines Lebens. Ab jetzt erlebt er erstaunliche Dinge. Doch bald spürt er auch, er muss sein Leben in Ordnung bringen. Keine angenehme Sache. Er hat Leute betrogen und steht vor einem Schuldenberg. Doch er stellt sich der Aufgabe. Heute arbeitet Ralf Rosemar vollzeitlich für das christliche Hilfswerk Global Aid Network. Im Auftrag des Werks beschafft er Industriegüter für humanitäre Zwecke. Tarotkarten hat Ralf Rosemar nie mehr angefasst. Stattdessen verlässt er sich bei allem, was er tut, auf Jesus Christus. Vom skrupellosen Unternehmer hin zum Menschen, der anderen hilft, klingt nach einem ziemlich weiten Weg. Hat das denn wirklich alles mit diesem Gebet angefangen? Es hat eigentlich mit dem Gebet angefangen, ja. Ich habe vorher, wenn man jetzt da steht und man sucht nach einer Möglichkeit heraus, ich bin, als die Firmenpleite begonnen hat, auch krank geworden und lag dann in einem Krankenhaus. Und da habe ich dann mal so richtig über mein Leben nachdenken können. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einen Film gesehen über einen Pharao, der an den Gott des Mose geglaubt hat. Und das war für mich dann schon beeindruckend, so beeindruckend, dass ich da ein bisschen nachgeforscht habe am nächsten Tag. Und mir ist dann in die Hand gefallen, die Bibel im Bild. Es waren eigentlich Comichefte. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt ein Comicheftleser. Und habe dann eigentlich über diese Schiene die Bibel in einem Rutsch durchgelesen. Es war dann so, dass ich in einem Diakonissenkrankenhaus lag, und da liegt dann überall auch noch eine richtige Bibel. Und die habe ich mir dann zur Brust genommen und habe dann eigentlich entdeckt, dass es in der Bibel unglaubliche Geschichten gibt. Und war das erste Mal mit dem Wort Gottes in einer Art und Weise konfrontiert, dass ich gedacht habe, wow, wenn das stimmt, was da alles drinsteht, das ist ja phänomenal. Und dann lag ich da mit den ganzen Büchern und mit den Heften, und da kam eine gute Freundin rein, die mich dann quasi darauf angesprochen hat, gesagt, über dieses Thema wollte ich sowieso schon lange mal mit dir reden. Ich habe dann zu ihr gesagt, was heißt über dieses Thema? Ja, über Gott. Sie hat mir dann erklärt, dass sie durch Gebet geheilt worden wäre. Und das war für mich dann schon beeindruckend, weil sie über viele, viele Jahre fürchterliche Kopfschmerzen gehabt hat, also von einem Arzt zum anderen rannte und ihr niemand helfen konnte. Und sie mir jetzt erzählte, dass sie in einer Gemeinde, wo man mit ihr gebetet hätte, ihre Kopfschmerzen los geworden wäre. Ich habe sie dann natürlich gleich gefragt, habe gesagt, hast du dein Sparbuch noch, hast du dein Geld noch? Weil ich natürlich gedacht habe, okay, hier dreht sich's um eine Sekte. Ja. Bin dann natürlich auch in die Gemeinde rein, dann, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen war. War es keine Sekte?
Ich war der Meinung, es war eine Sekte und wollte diese Gemeinde überführen, dass es eine Sekte ist. Und habe das dann natürlich dann anhand von der Bibel versucht, die ich zu Hause hatte. Und habe dann aber feststellen müssen, dass es eben keine Sekte war. Und das hat mich dann schon sehr überrascht. Also, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Nur das Gebet, war das dann, nachdem Sie sich da im Krankenhaus beschäftigt hatten damit, oder war das Gebet schon vorher? Nee, es war eigentlich danach. Sie hat mich, also die hat mich dann eigentlich mehr oder weniger zu diesem Gebet gebracht, als ich dann erkannt habe. Habe auch die Pastoren dort regelrecht auseinandergenommen und die haben gesagt, nee, du musst dein Leben Jesus regelrecht in die Hände geben und dann können sich Dinge in deinem Leben ändern. Das habe ich dann an einem Abend auch gemacht. Hatten Sie denn vorher schon eine Idee vom christlichen Glauben oder auch so vielleicht durch die Jugend oder durch die Kindheit, oder war das jetzt ganz völlig neu für Sie? Völlig neu war es nicht. Ich bin in einem gläubigen Rahmen mehr oder weniger aufgewachsen, bin evangelisch und bin auch ab und zu mal in die Kirche gegangen, aber eine richtige Beziehung zum Glauben hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nie. Dass Gott irgendwo existiert, ja, aber dass man eine lebendige Beziehung zu ihm haben kann, das war mir völlig neu und das habe ich halt dort das erste Mal vor Augen geführt bekommen. Und was war das dann für ein Gebet? Was haben Sie da gesagt? Können Sie sich noch daran erinnern? War eigentlich ganz einfach. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du siehst jetzt, ich bin mit meinem Leben bankrott, sowohl mit der Firma als auch mit mir persönlich. Ja. Und ich übergebe jetzt den ganzen Schrott, mach was draus. Hatte das vielleicht was damit zu tun, dass Sie Angst vorm Sterben hatten? Weil die Tarotkarten hatten Ihnen ja gesagt, Firmenpleite. Und da hätte der Tod ja gleich hinterherkommen können. Das natürlich auch, ja. Also da hat man dann schon... Ich dachte, wenn jetzt tatsächlich Gott in mein Leben kommt und kann das noch rumreißen, dann wird es wahrscheinlich auch in der Weise eine Änderung geben. Das ist also, dass ich diese Dinge nicht erfüllen werden. War das denn für Sie eine Art Lebensversicherung oder war das schon eine überaus Überzeugung? Nee, also der Schritt war eigentlich schon ein Überzeugungsschritt. Das hat also jetzt da damit nichts zu tun gehabt, dass ich jetzt mein Leben retten wollte. Ich meine, ich habe es natürlich schon gerettet. Aber der eigentliche Grund war, dass ich gemerkt habe, ich brauche hier eine neue Grundlage. Eine, die mich jetzt wirklich weiterführt. Was war dann mit den Tarotkarten? Ab diesem Zeitpunkt habe ich damit nichts mehr am Hut gehabt. Und auch nie wieder die Versuchung gehabt, da nachzufragen, weil der Mensch will ja immer wissen, was so kommt? Eigentlich überhaupt nicht mehr, weil das Leben mit Jesus war wesentlich spannender. Ich hatte an dem einen Gebet, das ich an dem Tag noch gemacht habe, noch so einen kleinen Zusatz, eine Zusatzabmachung, möchte ich mal sagen, mit Gott geschlossen. Ich habe ja gelesen, was alles möglich war im Wort Gottes und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn es dich wirklich so gibt, wie es da drin steht, dann möchte ich das auch erleben. Dann bitte, ich möchte diese Wunder, von denen hier die Rede ist, die möchte ich in meinem Leben erleben. Und die habe ich dann auch erlebt. Was haben Sie denn erlebt? Das erste war dann mehr oder weniger eine Situation, in die er mich hineingeführt hat, um einiges in meinem Leben zu korrigieren. Ich bin mit einem der Taxis unterwegs gewesen und habe einen Kunden gesucht, habe den nicht gleich gefunden und dann hat man in seinem Taxi immer wieder so die Landkarten und ich stand dann so im Stop-and-Go-Verkehr und habe dann die Landkarte über meinem Lenkrad ausgebreitet gehabt und als ich dann einmal hochgeschaut habe, habe ich natürlich gemerkt, es reichte nicht mehr zum Bremsen. Ich habe gebremst und dann hat es gescheppert, Glas hat gesplittert. Und dann ist mein Gegenüber oder mein Vordermann ist dann ausgestiegen, auf mich zugekommen. Und dann habe ich noch so gedacht, so wie der schaut, ist er vielleicht betrunken. Und ich bin in dem Moment auch regelrecht über dem Lenkrad zusammengebrochen, habe gesagt, lieber Gott, das darf nicht wahr sein. Das war so meine erste Reaktion, weil ich gemerkt habe, jetzt werden Dinge in Bewegung geraten, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt keine Versicherungen mehr bezahlen. Die Pleite stand jetzt halt wirklich vor der Tür. Und wenn Sie als Taxiunternehmer keine Versicherung für das Fahrzeug bezahlen, wusste ich ja, was losgeht. Und dann hat mich der Mann angeguckt und hat gesagt, Sie sind mir doch eben ins Auto gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid. Ja, schauen Sie doch mal.
Und dann habe ich genauso dumm aus der Wäsche geguckt wie er, weil nämlich nichts zu sehen war. Es war absolut nichts an den beiden Fahrzeugen kaputt. Er hatte noch eine Begleitung dabei, die hat ihn dann gerufen, sie hätte Schmerzen am Genick, also es war eindeutig, ich bin ihnen hinten reingefahren. Wir haben Adressen ausgetauscht. Ich habe gesagt, er soll mit seinem Auto in die Werkstatt fahren und soll gucken, ob was kaputt ist oder auch mit seiner Bekannten dann zum Doktor. Ich habe bis zum heutigen Tag nichts mehr von den beiden gehört. Eine Woche später ging es dann gerade so weiter. Also das waren so Wunder, die Sie dann erlebt haben und die man auch nicht erklären kann. Nee, das war für mich einfach irrational eigentlich, ne? Was hat denn der christliche Glaube sonst dann in Ihnen noch bewirkt? Also Sie haben Wunder erlebt, gemerkt, Gott greift ins Leben ein. Aber was hat das Ganze für Konsequenzen für Ihr Leben gehabt? Sie haben dieses ausschweifende Leben gehabt. Sie haben die Leute übers Ohr gehauen. Was hat das für Konsequenzen? Hat es da auch das was war, verändert? Das war für mich eigentlich die schwierigste Konsequenz, dass ich jetzt mein Leben aufräumen musste. Mhm. Und das geschah dann auch in so einer ähnlichen Situation. Ich war wieder mal mit dem Auto unterwegs. Ich erinnere mich noch, das war auf einer ganz einsamen Landstraße im Hochschwarzwald. Und da bin ich dann entlang gefahren und hatte so den Eindruck, dass das Gott das erste Mal zu mir spricht. Das Empfinden, Ralf, jetzt musst du dein Leben aufräumen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Ich muss hingehen, muss mich bei vielen Menschen entschuldigen, dass ich sie betrogen habe. Ich muss, der für mich schwierigste Schritt, auf die Krankenkassen zugehen, die ich ja auch betrogen habe. Und als ich dann gemerkt habe, das übersteigt eigentlich ich kann das nicht, unter dieser Last breche ich zusammen. Und habe dann in dem Moment mich entschlossen, nee, das machst du nicht. Und als ich diesen Gedanken ausgedacht hatte, habe ich gemerkt, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Fahrzeug. Das nächste, was sie machen, sie gehen auf die Bremse. Da habe ich ins Leere getreten. Und dann gehen einem in diesem Moment tausende von Gedanken durch den Kopf. Und ich habe dann gemerkt, also ich werde irgendwann in den Gegenverkehr bzw. den Abhang runterfahren. Ein Gedanke war, hat es was mit Gott zu tun? Hat es was mit meiner Entscheidung zu tun? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es tatsächlich so ist, dann entscheide ich mich jetzt, ich werde mein Leben aufräumen. Und in dem Moment konnte ich mein Fahrzeug wieder lenken und ich konnte auch wieder bremsen. Ich bin dann fast eine halbe Stunde am Straßenrand gestanden und habe mir überlegt, was war jetzt das? Und da hat mir Gott eigentlich zwei Dinge erklärt. Er hat mir gezeigt, Ralf, wenn du ein Leben mit mir anfängst oder wenn du ein Leben mit mir lebst, dann muss es ein korrektes Leben sein. Das heißt also, Dinge, die schief gelaufen sind, die musst du korrigieren. Du musst zumindest den Willen dazu zeigen. Und das Zweite, was er mir gezeigt hat, er kann augenblicklich in jede Situation meines Lebens hineinwirken. Macht Ihnen das nicht Angst? Überhaupt nicht. Das ist sehr entspannend, wenn ich weiß, dass Gott in jeden Lebensbereich, in den ich komme, hineinwirken kann. Ich meine, die Probleme sind heute nicht weniger geworden. Ich wollte sagen, was ist mit den Schulden geworden, ganz kurz? Die Schulden haben sich dann durch ein Insolvenzverfahren dann auch irgendwann mal erledigt gehabt, ja. Ja. Früher waren Ihnen Frauen und Geld und Macht total wichtig und auch ja, das zu wissen, dass man in die Zukunft blicken kann. Was würden Sie sagen, ist heute Ziel und Sinn Ihres Lebens? Ziel und Sinn meines Lebens ist eigentlich, mit Jesus voranzugehen und zu schauen. Und das ist ja das Interessante, Gott zeigt mir ja auch, was er mit mir vorhat. Und wie macht er das? In Form dessen, dass ich sehr viel Zeit mit ihm verbringe im Gebet. Und dann kommen schon so Impulse, wo ich dann weiß, das und das hat Gott mit mir vor oder das sind die nächsten Schritte, die ich gehen soll. Ich bekomme zwar nicht das komplette Bild gezeigt, aber zumindest Hinweise, in welche Richtungen, dass ich mich bewegen kann und auch soll. Und Gott bestätigt es dann auch und das ist eine sehr entspannende Sache. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren, Herr Rosemar. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch Fragen haben zu den Themen dieser Sendung, rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine Mail. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen auch gerne kompetente Gesprächspartner. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und Ihnen eine gute Zeit.
Mit den Tarotkarten. Ab diesem Zeitpunkt habe ich da damit nichts mehr am Hut gehabt. Und auch nie wieder die Versuchung gehabt, da nachzufragen, weil der Mensch will ja immer wissen, was so kommt? Eigentlich überhaupt nicht mehr, weil das Leben mit Jesus war wesentlich spannender. Mhm. Ich hatte an dem einen Gebet, das ich an dem Tag noch gemacht habe, noch so einen kleinen Zusatz, eine Zusatzabmachung, möchte ich mal sagen, mit Gott geschlossen. Ich habe gelesen, was alles möglich war im Wort Gottes, und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn es dich wirklich so gibt, wie es da drin steht, dann möchte ich das auch erleben. Dann bitte, ich möchte diese Wunder, von denen hier die Rede ist, die möchte ich in meinem Leben erleben. Und die habe ich dann auch erlebt. Was haben Sie denn erlebt? Das erste war dann mehr oder weniger eine Situation, in die er mich hineingeführt hat, um einiges in meinem Leben zu korrigieren. Ich bin mit einem der Taxis unterwegs gewesen und habe einen Kunden gesucht, habe den nicht gleich gefunden, und dann hat man in seinem Taxi immer wieder so die Landkarten, und ich stand dann so im Stop-and-Go-Verkehr und habe dann die Landkarte über meinem Lenkrad ausgebreitet gehabt, und als ich dann einmal hochgeschaut habe, habe ich natürlich gemerkt, es reichte nicht mehr zum Bremsen. Ich habe gebremst, und dann hat es gescheppert, Glas hat gesplittert. Und dann ist mein Gegenüber oder mein Vordermann ist dann ausgestiegen, auf mich zugekommen. Und dann habe ich noch so gedacht, so wie der schaut, ist er vielleicht betrunken. Und ich bin in dem Moment auch regelrecht über dem Lenkrad zusammengebrochen, habe gesagt, lieber Gott, das darf nicht wahr sein. Das war so meine erste Reaktion, weil ich gemerkt habe, jetzt werden Dinge in Bewegung geraten, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt keine Versicherungen mehr bezahlen. Die Pleite stand jetzt halt wirklich vor der Tür. Und wenn Sie als Taxiunternehmer keine Versicherung für das Fahrzeug bezahlen, wusste ich ja, was losgeht. Und dann hat mich der Mann angeguckt und hat gesagt, Sie sind mir doch eben ins Auto gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid. Ja, schauen Sie doch mal. Und dann habe ich genauso dumm aus der Wäsche geguckt wie er, weil nämlich nichts zu sehen war. Es war absolut nichts an den beiden Fahrzeugen kaputt. Er hatte noch eine Begleitung dabei, die hat ihn dann gerufen. Sie hätte Schmerzen am Genick. Also es war eindeutig, ich bin ihnen hinten reingefahren. Wir haben Adressen ausgetauscht. Ich habe gesagt, er soll mit seinem Auto in die Werkstatt fahren und soll gucken, ob was kaputt ist, oder auch mit seiner Bekannten dann zum Doktor. Ich habe bis zum heutigen Tag nichts mehr von den beiden gehört. Eine Woche später ging es dann gerade so weiter. Also das waren so Wunder, die Sie dann erlebt haben und die man auch nicht erklären kann. Anderen rannte und ihr niemand helfen konnte. Und sie mir jetzt erzählte, dass sie in einer Gemeinde, wo man mit ihr gebetet hätte, ihre Kopfschmerzen los geworden wäre. Ich habe sie dann natürlich gleich gefragt, habe gesagt, hast du dein Sparbuch noch, hast du dein Geld noch? Weil ich natürlich gedacht habe, okay, hier dreht sich's um eine Sekte. Ja. Bin dann natürlich auch in die Gemeinde rein, dann, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen war. War es keine Sekte? Ich war der Meinung, es war eine Sekte, und wollte diese Gemeinde überführen, dass es eine Sekte ist. Und habe das dann natürlich dann anhand von der Bibel versucht, die ich zu Hause hatte. Und habe dann aber feststellen müssen, dass es eben keine Sekte war. Und das hat mich dann schon sehr überrascht. Also dass das stimmt, was in der Bibel steht. Gebet, war das dann, nachdem Sie sich da im Krankenhaus beschäftigt hatten damit, oder war das Gebet schon vorher? Nee, es war eigentlich danach. Sie hat mich, also die hat mich dann eigentlich mehr oder weniger zu diesem Gebet gebracht, als ich dann erkannt habe. Habe auch die Pastoren dort regelrecht auseinandergenommen, und die haben gesagt, nee, du musst dein Leben Jesus regelrecht in die Hände geben, und dann können sich Dinge in deinem Leben ändern. Das habe ich dann an einem Abend auch gemacht. Hatten Sie denn vorher schon eine Idee vom christlichen Glauben oder auch so vielleicht durch die Jugend oder durch die Kindheit, oder war das jetzt ganz völlig neu für Sie? Völlig neu war es nicht. Ich bin in einem gläubigen Rahmen mehr oder weniger aufgewachsen, bin evangelisch und bin auch ab und zu mal in die Kirche gegangen, aber eine richtige Beziehung zum Glauben hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nie. Dass Gott irgendwo existiert, ja, aber dass man eine lebendige Beziehung zu ihm haben kann, das war mir völlig neu, und das habe ich halt dort
das erste Mal vor Augen geführt bekommen. Und was war das dann für ein Gebet? Was haben Sie da gesagt? Können Sie sich noch daran erinnern? War eigentlich ganz einfach. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du siehst jetzt, ich bin mit meinem Leben bankrott, sowohl mit der Firma als auch mit mir persönlich. Ja. Und ich übergebe da jetzt den ganzen Schrott, mach was draus. Hatte das vielleicht was damit zu tun, dass Sie Angst vorm Sterben hatten? Weil die Tarotkarten hatten Ihnen ja gesagt, Firmenpleite. Und da hätte der Tod ja gleich hinterherkommen können. Das natürlich auch, ja. Also da hat man dann schon... Ich dachte, wenn jetzt tatsächlich Gott in mein Leben kommt und kann das noch rumreißen, dann wird es wahrscheinlich auch in der Weise eine Änderung geben. Das ist also, dass sich diese Dinge nicht erfüllen werden. War das denn für Sie eine Art Lebensversicherung? Oder war das schon eine überaus Überzeugung? Nee, also der Schritt war eigentlich schon ein Überzeugungsschritt. Das hat also jetzt da damit nichts zu tun gehabt, dass ich jetzt mein Leben retten wollte. Ich meine, ich habe es natürlich schon gerettet. Ich wusste natürlich nicht, wie schlimm das ist, um meinen Vater stand. Wie alt waren Sie da? War ich 17 Jahre alt. Und ich habe dann die ersten 2, 3 Urlaubstage genossen. War dann auch irgendwann mal am Swimmingpool gelegen, bin mittags eingeschlafen. Und während diesem Schlaf habe ich geträumt. Und da kam dann in diesem Traum mein Vater in dem Krankenhaus, wo er jetzt momentan lag, kam er auf mich zu. Und sagte zu mir, Ralf, mit mir geht es zu Ende, kümmere dich um alles. Und das war schon eine Situation, die natürlich schon ein krasses Erlebnis war. Bin dann aufgewacht, bin zu meiner Großmutter hin, habe ihr das erzählt. Und habe dann gemerkt, wie meine Großmutter regelrecht in Panik gerät. Und sie hat dann zu Hause angerufen und es hat sich dann bestätigt. Mein Vater hat genau zu diesem Zeitpunkt, als ich diesen Traum gehabt habe, hat er einen Blutsturz bekommen im Krankenhaus und hat im Koma immer wieder gesagt, er möchte zu seinem Sohn, lass mich zu meinem Sohn, ich pack mir die Koffer. Und wir sind dann natürlich nach Hause geflogen, aufgrund von dieser Situation. Aber wie sind Sie dann daraufhin auf das Tarot gekommen? Als wir dann zu Hause angekommen sind, war mein Vater noch im Koma gelegen. Ich war dann kurz bei ihm. Ein Tag später ist er dann verstorben. Die Ärzte haben gesagt, also dieser Moment, wo ich also bei ihm war, war dann quasi für ihn, er hat es scheinbar innerlich irgendwie gespürt, hat sich dann fallen lassen. Und für mich war das natürlich auch eine schlimme Situation, mit 17 Jahren den Vater verloren. Und die nächsten 2, 3 Wochen waren dann schon eine Herausforderung für mich auch, das Ganze abzuwickeln. Das mussten Sie machen? Das musste ich zum großen Teil machen, ja. Meine Mutter war ziemlich, der wurden eigentlich auch die regelrecht die Füße weggezogen. Und was ging da in Ihnen vor, dass Sie das im Prinzip ja vorausgesagt haben oder geträumt haben? Was war das so ein ausschlaggebender? Das war genau der Punkt. Ich habe dann gedacht, wenn es möglich war, dass mein Vater mit mir über so eine lange Distanz kommunizieren konnte, was ja eindeutig der Fall war, dann habe ich gedacht, dann muss es ja auch eine Möglichkeit geben, um jetzt mit ihm in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen. Und habe mich da natürlich in die Esoterik begeben und bin letzten Endes dann beim Tarot hängen geblieben. Was war denn das Faszinierende für Sie an Tarotkarten legen? Das Faszinierende war, in erster Linie wollte ich wissen, wie geht es meinem Vater jetzt, was hat er mir zu sagen. Und habe mich damit dann beschäftigt, das in die Zukunft zu sehen, das war in dem Moment noch nicht so wichtig. Für mich war erstmal wichtig, was ist mit meinem Vater los. Lebens. Ab jetzt erlebt er erstaunliche Dinge. Doch bald spürt er auch, er muss sein Leben in Ordnung bringen. Keine angenehme Sache. Er hat Leute betrogen und steht vor einem Schuldenberg. Doch er stellt sich der Aufgabe. Heute arbeitet Ralf Rosemar vollzeitlich für das christliche Hilfswerk Global Aid Network. Im Auftrag des Werks beschafft er Industriegüter für humanitäre Zwecke. Tarotkarten hat Ralf Rosemar nie mehr angefasst. Stattdessen verlässt er sich bei allem, was er tut, auf Jesus Christus. Vom skrupellosen Unternehmer hin zum Menschen, der anderen hilft, klingt nach einem ziemlich weiten Weg. Hat das denn wirklich alles mit diesem Gebet angefangen? Es hat eigentlich mit dem Gebet angefangen, ja. Ich habe vorher
Ich meine, wenn man jetzt da steht und man sucht nach einer Möglichkeit heraus, ich bin, als die Firmenpleite begonnen hat, auch krank geworden und lag dann in einem Krankenhaus. Und da habe ich dann mal so richtig über mein Leben nachdenken können. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einen Film gesehen über einen Pharao, der an den Gott des Mose geglaubt hat. Und das war für mich dann schon beeindruckend, so beeindruckend, dass ich da ein bisschen nachgeforscht habe am nächsten Tag. Und mir ist dann in die Hand gefallen, die Bibel im Bild. Es waren eigentlich Comichefte. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt ein Comicheftleser. Und habe dann eigentlich über diese Schiene die Bibel in einem Rutsch durchgelesen. Es war dann so, dass ich in einem Diakonissenkrankenhaus lag und da liegt dann überall auch eine richtige Bibel. Und die habe ich mir dann zur Brust genommen und habe dann eigentlich entdeckt, dass es in der Bibel unglaubliche Geschichten gibt. Und war das erste Mal mit dem Wort Gottes in einer Art und Weise konfrontiert, dass ich gedacht habe, wow, wenn das stimmt, was da alles drinsteht, das ist ja phänomenal. Und dann lag ich da mit den ganzen Büchern und mit den Heften und da kam eine gute Freundin rein, die mich dann quasi darauf angesprochen hat, gesagt, über dieses Thema wollte ich sowieso schon lange mal mit dir reden. Ich habe dann zu ihr gesagt, was heißt über dieses Thema? Ja, über Gott. Sie hat mir dann erklärt, dass sie durch Gebet geheilt worden wäre. Mhm. Und das war für mich dann schon beeindruckend, weil sie über viele, viele Jahre fürchterliche Kopfschmerzen gehabt hat, also von einem Arzt zum anderen rannte und ihr niemand helfen konnte. Und sie mir jetzt erzählte, dass sie in einer Gemeinde, wo man mit ihr gebetet hätte, ihre Kopfschmerzen losgeworden wäre. Mhm. Ich habe sie dann natürlich gleich gefragt, habe gesagt, hast du dein Sparbuch noch, hast du dein Geld noch, weil ich natürlich gedacht habe, okay, hier dreht sich's um. Und da bin ich dann entlang gefahren und hatte so den Eindruck, dass das Gott das erste Mal zu mir spricht, das Empfinden, Ralf, jetzt musst du dein Leben aufräumen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Ich muss hingehen, muss mich bei vielen Menschen entschuldigen, dass ich sie betrogen habe. Ich muss, der für mich schwierigste Schritt, auf die Krankenkassen zugehen, die ich ja auch betrogen habe. Und als ich dann gemerkt habe, das übersteigt eigentlich mein, ich kann das nicht, unter dieser Last breche ich zusammen. Und habe dann in dem Moment mich entschlossen, nee, das machst du nicht. Und als ich diesen Gedanken ausgedacht hatte, habe ich gemerkt, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Fahrzeug. Das nächste, was sie machen, sie gehen auf die Bremse. Mhm. Da habe ich ins Leere getreten. Und dann gehen einem in diesem Moment tausende von Gedanken durch den Kopf. Und ich habe dann gemerkt, also ich werde irgendwann in den Gegenverkehr bzw. den Abhang runterfahren. Ein Gedanke war, hat es was mit Gott zu tun? Hat es was mit meiner Entscheidung zu tun? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es tatsächlich so ist, dann entscheide ich mich jetzt, ich werde mein Leben aufräumen. Mhm. Und in dem Moment konnte ich mein Fahrzeug wieder lenken und ich konnte auch wieder bremsen. Ich bin dann fast eine halbe Stunde am Straßenrand gestanden und habe mir überlegt, was war jetzt das? Mhm. Und da hat mir Gott eigentlich zwei Dinge erklärt. Er hat mir gezeigt, Ralf, wenn du ein Leben mit mir anfängst oder wenn du ein Leben mit mir lebst, dann muss es ein korrektes Leben sein. Das heißt also, Dinge, die schief gelaufen sind, die musst du korrigieren. Du musst zumindest den Willen dazu zeigen. Und das Zweite, was er mir gezeigt hat, er kann augenblicklich in jede Situation meines Lebens hineinwirken. Macht ihn das nicht Angst? Überhaupt nicht. Das ist sehr entspannend, wenn ich weiß, dass Gott in jeden Lebensbereich, in den ich komme, hineinwirken kann. Ich meine, die Probleme sind heute nicht weniger geworden. Ich wollte sagen, was ist mit den Schulden geworden, ganz kurz? Die Schulden haben sich dann durch ein Insolvenzverfahren dann auch irgendwann mal erledigt gehabt, ja. Ja. Früher waren Ihnen Frauen und Geld und Macht total wichtig und auch, ja, das zu wissen, dass man in die Zukunft blicken kann. Was würden Sie sagen, ist heute Ziel und Sinn Ihres Lebens? Ziel und Sinn meines Lebens ist eigentlich, mit Jesus voranzugehen und zu schauen. Und das ist ja das Interessante, Gott zeigt mir ja auch, was er mit mir vorhat. Und wie macht er das?
In Form dessen, dass ich sehr viel Zeit mit ihm verbringe im Gebet. Und dann kommen schon so Impulse, wo ich dann kann. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt keine Versicherungen mehr bezahlen. Die Pleite stand jetzt halt wirklich vor der Tür. Und wenn Sie als Taxiunternehmer keine Versicherung für das Fahrzeug bezahlen, wusste ich ja, was losgeht. Und dann hat mich der Mann angeguckt und hat gesagt, Sie sind mir doch eben ins Auto gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid. Ja, schauen Sie doch mal. Und dann habe ich genauso dumm aus der Wäsche geguckt wie er, weil nämlich nichts zu sehen war. Es war absolut nichts an den beiden Fahrzeugen kaputt. Er hatte noch eine Begleitung dabei, die hat ihn dann gerufen. Sie hätte Schmerzen am Genick. Also es war eindeutig, ich bin ihnen hinten reingefahren. Wir haben Adressen ausgetauscht. Ich habe gesagt, er soll mit seinem Auto in die Werkstatt fahren und soll gucken, ob was kaputt ist, oder auch mit seiner Bekannten dann zum Doktor. Ich habe bis zum heutigen Tag nichts mehr von den beiden gehört. Eine Woche später ging es dann gerade so weiter. Also das waren so Wunder, die Sie dann erlebt haben und die man auch nicht erklären kann. Nee, das war für mich einfach irrational eigentlich. Ne? Was hat denn der christliche Glaube sonst dann in Ihnen noch bewirkt? Also Sie haben Wunder erlebt, gemerkt, Gott greift ins Leben ein. Aber was hat das Ganze für Konsequenzen für Ihr Leben gehabt? Sie haben dieses ausschweifende Leben gehabt, Sie haben die Leute übers Ohr gehauen. Was hat das für Konsequenzen? Hat es da auch das was war, verändert? Das war für mich eigentlich die schwierigste Konsequenz, dass ich jetzt mein Leben aufräumen musste. Und das geschah dann auch in so einer ähnlichen Situation. Ich war wieder mal mit dem Auto unterwegs. Ich erinnere mich noch, das war auf einer ganz einsamen Landstraße im Hochschwarzwald. Und da bin ich dann entlang gefahren und hatte so den Eindruck, dass das Gott das erste Mal zu mir spricht. Das Empfinden, Ralf, jetzt musst du dein Leben aufräumen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Ich muss hingehen, muss mich bei vielen Menschen entschuldigen, dass ich sie betrogen habe. Ich muss, der für mich schwierigste Schritt, auf die Krankenkassen zugehen, die ich ja auch betrogen habe. Und als ich dann gemerkt habe, das übersteigt eigentlich mein, ich kann das nicht, unter dieser Last breche ich zusammen. Und habe dann in dem Moment mich entschlossen, nee, das machst du nicht. Und als ich diesen Gedanken ausgedacht hatte, habe ich gemerkt, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Fahrzeug. Das nächste, was sie machen, sie gehen auf die Bremse. Da habe ich ins Leere getreten. Und dann gehen einem in diesem Moment tausende von Gedanken durch den Kopf. Und ich habe dann gemerkt, also ich werde irgendwann in den Gegenverkehr bzw. den Abhang runterfahren. Ein Gedanke war, hat es was mit Gott zu tun? Hat es was mit meiner Entscheidung zu tun? Und